Hello! Heute ist Freitag, der 20.03. Vor einer Woche hatten wir noch normalen Betrieb. Folglich haben wir fast eine Woche geschlossen. Mittlerweile kommen wir ganz gut klar. Es formt sich alles, auch in Deutschland hat man zumindest hier und da das Gefühl, dass sich was tut und dass gedacht wird. So wie auch, und das sind gute Nachrichten, dass es wohl Hilfspakete geben soll für Kleinunternehmen, Freiberufler, die sind da gerade dran. Die Stadt Hamburg hat auch schon ein tolles Paket zusammengeschnürt. Wir in Schleswig-Holstein warten da noch und denken, dass da bald was kommt. Unser Steuerberater hält uns da gut auf Stand und hat uns heute eben auch angerufen. Daher sind wir da mal optimistisch, warten wir mal ab, aber es ist gut, dass sich was tut. Deswegen auch danke an alle, die sich da zu Wort gemeldet haben. Malte und ich haben das erste Mal seit einer Woche wieder trainiert, was sehr schön ist. In der letzten Woche hatten ganz andere Dinge Prio 1, selbstverständlich. Man hatte auch gar keinen Kopf irgendwie für Training. Ja, es hat aber gut getan, braucht man als Ausgleich, um nicht verrückt zu werden. Super gut. Home-Video haben wir natürlich gedreht, ist schon wieder online. Und morgen haben wir unsere erste Live-Class. Wir sind gespannt, das wird cool. Wir machen morgen Chat. 1000 Step-Ups for Time. Mal gucken. Bestimmt habe ich den Muskelkater meines Lebens. Ja, wir halten euch auf Stand, was hier weiter so passiert. Gucken wir mal, ne? Bis dann. Tschüss. Hallo Karlsson. Der arme Kerl, der hat eine Bindehautentzündung. Kalli. Feini. Aber er wird sich davon erholen. Er kriegt Augentropfen und wir passen gut auf ihn auf. Ne, Kalli? Baby! So, wir wollten euch einmal zeigen, was wir für tolle Sachen bekommen haben. Wir haben so viel tolles Feedback gekriegt von diversen Menschen aus der Box und auch so ein paar kleine Aufmerksamkeiten, wie diese wundervolle Karte. Da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Ehrlich, nochmal vielen Dank an Christina und Sven. Und dann haben wir von zwei unserer Minis was bekommen, nämlich einmal von dem Piet. Das ist ein Muskelmann mit seiner Trinkflasche. Da steht sogar hinten drauf. Ein Muckimann mit einer Trinkflasche auf der Box mit Crossfit-Zeichen. Süß, ne? Von Piet. Ein wahrer Künstler. Wir fragen uns noch, wer der Muskelmann hier in der Box ist, aber wir werden das ja bestimmt irgendwann herausfinden. Und von seinem kleinen Bruder, dem Kjell, haben wir dieses hier bekommen. Wohlbemerkt, er hat sich Gedanken zugemacht, was wohl Maltes Lieblingsfarben sind. Und er hat gedacht, das ist grün und blau. Und da ich ja auch da bin, hat er hier noch einen rosanen Punkt in die Mitte eingebaut. Ich find's entzückend. Wir freuen uns darüber sehr. Vielen, vielen Dank. Mit Livestream sozusagen. Wir sind schon derweil gespannt. Wir freuen uns voll, einige von euch wiederzusehen. An dieser Stelle möchte ich mal die Situation nutzen, weil Malte kann nicht entkommen. Er sitzt neben mir. Und mal so fragen, ja, was dich so bewegt, wie es dir so geht. Ja, wie geht's mir? Also ich kann auf jeden Fall vorweg sagen, dass es mir schon mal deutlich besser ging. Nicht jetzt körperlich, also körperlich fühle ich mich eigentlich sehr gut. Aber es ist natürlich extrem viel los. Beschäftigt sich natürlich alles so mit Existenzängsten und einfach was so gerade mit der aktuellen Situation los ist. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch Familie und Umfeld. Und es ist einfach schon Wahnsinn, was draußen gerade abgeht und wie eng auch alles zusammenhängt. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Phase, in der wir uns gerade befinden, einfach recht schnell
Auge davon kommen. Ja, ich glaube, so geht es vielen. Das hast du schön gesagt. Ist so. Aber das wird schon. Und worauf freust du dich? Auf die Zeit danach. Also, es ist schon strange, in die Box zu fahren und du willst eigentlich coachen und du bist eigentlich auch in der Lage zu coachen, weil du dich körperlich gut fühlst, weil die Leute wollen, die Leute sind da, also zu Hause, aber du darfst es halt nicht. Und dadurch, dass die Einschläge noch nicht so dicht an uns dran sind mit dem Virus, ist es in manchen Situationen halt auch schwierig nachzuvollziehen, auch wenn es die richtige Entscheidung ist, dass der Laden geschlossen bleiben muss. Auf der anderen Seite wird man dann auch echt sauer, wenn man sieht, dass draußen ja, große Menschenansammlungen sind, die Leute sich so verhalten, als wenn gar nichts wäre. Und ja, die wirtschaftlich Leidtragenden sind im Endeffekt dann schon wir. Und wenn jetzt die Schüler alle frei haben und draußen rumtoben und sich dann noch einen Spaß draus machen, das ist halt ja, kein schöner Ansatz. Und naja. Ja. Okay. Und noch irgendwas positiv Tolles zum Abschluss für die Buddies? Also ich freue mich extremst drüber, wenn ich ein Feedback zu den Workouts kriege, wenn ich eure Resultate sehe, sei es in der Buddy Group oder auf Instagram. Das zeigt einem schon, dass wir irgendwie ja, was richtig machen, dass wir auch auf einem guten Weg sind, das Beste aus der Situation zu machen. Das tut schon gut zu wissen, dass da viele einem den Rücken stärken oder auch Mut zu sprechen und sagen, ja, schaffen wir schon oder wir stehen da auf jeden Fall zu euch. Das tut definitiv gut und das motiviert halt auch, sag ich mal, weiterzumachen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, ansonsten freue ich mich drauf, gleich einige Gesichter mal wiederzusehen online und ja, vielleicht auch den einen oder anderen ja, Satz zu wechseln und mal schauen. Das Workout wird, glaube ich, sehr hart. Okay, klasse. An dieser Stelle vielen Dank für das kurze Interview und ihr bleibt so fleißig dran. Tschüss und bis gleich. Die Prep läuft für Chat und das sind gut Leute angemeldet. Da kamen noch ein paar dazu, da freuen wir uns sehr drüber. Ich zeige euch das mal. 29 sind wir schon, mega cool. Hier wird gerade der Rucksack gepackt. Meinen muss ich gleich noch packen. In 53 Minuten geht's los. Ja, Malte freut sich schon aufs Gepäck, wie scheint. Geil, auch noch ein Rucksack da. Na bravo. Na gut, ich glaube, ich nehme einfach nur den leeren Rucksack, wenn ich mir das so anschaue. Chat haben wir geschafft, unser erstes Live-Wort Haken dran, wieder ein paar technische Sachen gelernt, aber es war cool, dass so viele mitgemacht haben, gell? Absolut, war cool. Ja, schauen wir mal, wie wir das so weiter handhaben werden. Ich merke auf jeden Fall langsam meine Beine, das war nicht so cool. Macht keinen Spaß, 1000 Mal auf eine Box steigen mit Gewicht, nicht so geil. Aber die Arbeit will gemacht werden. An dieser Stelle ein wundervolles Wochenende. Morgen ist Sonntag, morgen bleiben wir auch mal zu Hause. Ade. Ciao.